Aus der Nähe ist die Statue noch beeindruckender. Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Das ist eine indianische Streitaxt, ein Tomahawk. Ja, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Nanu? Das ist ja gar kein einfacher Tomahawk. Man kann ihn auch als Pfeife benutzen. Mal eine gute Idee. Wenn ich den Balken in zwei handliche Teile spalte, kann ich Ginas Bein damit schienen. Ha! Ich hätte doch Arzt werden sollen. Sehen wir uns mal um. Ich muss mich orientieren. Ich wette, das Heiligtum liegt in der Klippe dort gegenüber. Puh. Der Weg ist aber anstrengend. Ich hasse diese Hängebrücken. Ist ja gut. Ich werde jetzt nicht kneifen. Gehen wir. Aha, das muss der Eingang zum Heiligtum sein. Und dieser merkwürdige Monolith müsste eine Art Tür sein. Ja, von hier aus kann ich das Seil weiter oben abschneiden. Dann wird das Stück lang genug, um Ginas Bein zu schienen. Also los, ich versuche es so lang wie möglich abzuschneiden. Geschafft! Das hebe ich doch gleich auf. Dieses Stück wird die richtige Länge haben, um Ginas Bein zu schienen. Das bringt nichts. Ja, mit den Holzbrettern und dem Seil kann ich ihr Bein schienen. Ich glaube, das tue ich am besten kurz vor unserem Aufbruch. Aber vorher muss ich in das Heiligtum gelangen und herausfinden, was um alles in der Welt dort versteckt ist. Ja, genau, das muss es sein. So müsste ich den Eingang zum Heiligtum öffnen können. Schlechte Nachrichten. Die Öffnung ist mit Sand verstopft. Deshalb passt der Schlüssel nicht. Verflixt. Ich wusste doch, dass alles zu einfach war. Ich weiß nicht, was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Einverstanden. Das könnte genau das sein, was ich brauche. An diesem Zweig hängen einige Schoten.
Der Zweig trägt ein paar Schoten. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Fertig. Ich glaube, jetzt bekomme ich den Schlüssel hinein. Gut. Jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Genial. Der Monolith bewegt sich. Der Weg ist frei. Endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Was werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Na, wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug genutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Wupuhin. Der letzte Obi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Irre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gebührt es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Gern, das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wupuhin. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Okiwaks Licht erleuchtet deinen Weg. Das wünsche ich dir auch, Wupuhin. Auf Wiedersehen. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten.